Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. So, wir sind momentan bei dem Storyquest Spuk im Geisterkerker und sollen mit Alistan reden. Wer bist du? Eine Abenteurerin? Nicht wahr? Galfried schickt dich, sagst du? Nofika sei Dank. Du hast sicherlich schon davon gehört, aber mitten im Ritual der Druiden ist ein gewaltiger Schatten aus dem Nichts erschienen und hat sie ohne Vorwarnung angegriffen. Ein großer Teil der Gruppe konnte erfolgreich entkommen, aber 5 von ihnen werden noch vermisst. Bitte finde sie und führe sie sicher wieder aus dem Kerker. Ja. Okay, wir sollen jetzt hier reingehen, was keine sehr einfache Sache ist, weil wir uns hier ein paar Imps begegnen werden. Auch hier habe ich damals so ein bisschen gelevelt, deswegen weiß ich das noch ganz gut. Aber wir haben hier ja schon... Wir haben ja einen bösen Imp, den wir mal besiegen werden. So. Hier haben wir ja schon den ersten Soldaten, den werden wir gleich ansprechen, nachdem uns der Imp in Ruhe lässt. Vorher werde ich dann aber auch erstmal Protes wieder auf mich zaubern, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Okay. So, der Soldat. Ein riesiger Schatten, der sich über mich lehnt. Was um alles in der Welt? Eine Abenteurerin? Bitte, du musst die Druiden retten. So, hier unten haben wir noch die gestürzte Soldatin. Ich hoffe aber mal, dass sich der Imp gleich wegdreht. Ha, Gott sei Dank. Spiel verarscht. Galfried schickt dich. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Bitte hilf den Druiden für mich. Na klar, geh ruhig. Jetzt müssen wir durchrennen. Oh nein, da ist ja auch noch ein Soldat. Okay. Na gut, wir müssen die Gegner besiegen. Dann machen wir das auch mal. Da. Sonst kommen wir ja nicht ran. Jedes Mal, wenn wir angegriffen werden, werden unsere Aktionen unterbrochen. Was sehr nervig sein kann. Deswegen sollte man die Gegner auch wirklich besiegen. Ansonsten probiert man sich da echt zu Tode. Na gut. Also wirklich, man sollte echt vom Level her schon vielleicht ein bisschen höher sein, um sie leichter zu haben. Oder jemanden dabei haben, der ihnen helfen kann. Komm nicht näher, du grausame Best... Oh, du bist eine Abenteurerin. Wir wurden mitten im Ritual angegriffen. Ehrlich gesagt weiß ich noch immer nicht genau, was passiert ist. So, dem Soldaten haben wir geholfen... Jetzt ist hier noch eine Druidin. Du sollst uns zu Hilfe kommen? Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Das Ritual ist fehlgeschlagen. Ich muss dringend nach Credania zurückkehren. Die Saatseher müssen von den Geschehnissen erfahren. Ja. Aber die laufen ziemlich locker zurück immer. So, jetzt haben wir hier den letzten Druiden. Dieses Ding war kein Gebieter, sondern eine Ausgeburt der Finsternis. Einer von uns ist noch in den Tiefen verloren, unser Seher. Du musst ihm helfen. Wir haben jetzt alle Druiden und Soldaten gerettet und sollen jetzt aber noch den Seher retten, der hier drinne sein muss. Da haben wir ihn auch schon. Ich glaube, wir müssen kämpfen, so wie das hier aussieht. Genau. Den Kampf von Spuk im Geisterkerker beginnen. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 13 zugelassen. Falls deine Stufe höher ist, bla bla bla, Stufe 13 und so weiter. Okay. Also wir müssen jetzt hier so eine Art Kampf machen gegen diesen großen Schatten, von dem da gesprochen wurde. Oder auch nicht. Maskierter Magier. Zürnende Stimme der Schöpfung, erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Ja, wir müssen gegen diesen Golem hier kämpfen. Das sollte aber, denke ich mal, trotzdem nicht so schlimm werden. Immerhin sind wir ja Level 13 jetzt noch. Ach, da fällt mir ein, ich könnte ja auch mal Bußprediger anmachen, damit geht's schneller.
ganz vergessen. Ich werde jetzt hier nicht großartig ausweichen, weichen oder wegrennen. Das bringt eh nichts. Wir werden jetzt einfach nur den Golem hier kaputt machen und das reicht dann auch. Du bist stark, aber auch stark genug, um dem hier zu widerstehen? Ja. Wenn ich ausweichen kann, ja. Das sollte man auch immer machen, wenn diese orangenen AOEs auf dem Boden erscheinen. Egal ob nach vorne, nach hinten oder um dem Gegner drumherum. Man sollte wirklich immer ausweichen. Oder wenigstens versuchen, wenn man den Gegner kennt und weiß, okay, der macht jetzt eine Attacke, das kratzt mich gerade mal. Dann ja, muss man das vielleicht nicht unbedingt machen. Aber bei solchen Sachen gehe ich ganz gern immer raus. Weil man gerade als White Mage dann doch etwas anfälliger gegenüber Attacken ist, als jetzt zum Beispiel als Krieger oder sowas. Nee. Der nervt. Aber wir haben ihn ja gleich. Das kann nicht wahr sein. Niemand darf den Golem das Leben nehmen, das ich ihm gab. Doch. So. Dann hätten wir das auch. Spieleinhalt ist beendet. Wir sollten den Lebengolem besiegen und hatten sogar 30 Minuten theoretisch Zeit dafür. Ist natürlich nicht notwendig. Dass der Golem besiegt werden konnte. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Na gut, also wir haben den Golem besiegt, können jetzt den Seher da retten. Oh, und Ida und Papalimo sind wieder da. Verflucht, der ist entkommen. So sieht man sich wieder. Wie geht's dir? Autsch, mein Kopf. Ich habe einen Stein an die Rübe bekommen. Nee, also so machen sich unsere Visionen immer mal bemerkbar. Was machst du? Sei doch still. Noch mehr dieser schäbigen Vögel. Wie oft hatten wir das heute? 7 Mal? Schrägen, nicht schäbig. Ihr Vortrag ergibt keinen Sinn für mich. Meinst du, könnte es sein, dass sie eine Primae beschwören wollen? Ich hoffe für uns alle, dass du damit daneben liegst. Dennoch müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Alles verwelkt. Das gleiche Schicksal hat Camp Smaragdmoos ereilt. Es ist, wie wir befürchtet haben. Was immer Dalamuts Einschlag verursacht hat, es beeinflusst das Leben im Wald der Einkehr. Du meinst die Störung im Äther? Das ist sehr wahrscheinlich. Das Kaiserreich hat sich für eine Menge zu verantworten. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, versinkt das Land allmählich im Chaos. Genau davor hat Louisot gewarnt. Oder Louisot. Es ist dieses Chaos, dem die Primae entspringen. Wesen, die ansonsten keine Daseinsberechtigung hätten. Die Zeit läuft uns davon, aber es gibt immer noch immer Hoffnung für dieses Land. Wir müssen uns an dieser Hoffnung klammern und bis zuletzt kämpfen. Wird gemacht. Wah. Verflucht sperrige Apparate. Diese sperrigen Apparate sind das Neueste, was Schalayans Werkstätte hergibt. Sei ein wenig respektvoller. Aber sie sind so hässlich und außerdem verdammt schwer. Wenn du mich fragst, sind sie deutlich besser als deine Maske. Schwer zu glauben, dass bereits 5 Jahre vergangen sind. Schon? 5 Jahre sind lediglich ein Wimpernschlag in der Lebensspanne eines Planeten. Vermutlich hast du recht.
Der Wald der Einkehr hat sich nur spärlich erholt und die Kredanier sehen immer noch den gleichen Gefahren. Nee, stehen immer noch den gleichen Gefahren gegenüber. Und einigen neuen. Als ob wir mit den Ixal und Garuda nicht schon genug zu tun hätten, müssen wir nun auch noch mit den Sylphen und Ramuch rumschlagen. Diese tapferen Abenteurer, die vor 5 Jahren an unserer Seite kämpften. In letzter Zeit frage ich mich häufiger, was wohl aus ihnen geworden ist. Ida, sieh nur. Hm? Du meine Güte. Und was ist das? Eine weitere Störung im Äther, die sich gerade erst manifestiert hat. In dieser Richtung liegt der Mokri-Stupen. Wir müssen uns beeilen. Ja, das war ungefähr so die Vorgeschichte, bevor Ida und Papa Lymo zu uns gekommen sind, wo wir den Kampf am Mokri-Stupen hatten. Und das konnten wir jetzt irgendwie sehen. Geht es dir gut? Deine Augen sehen gerade ganz glasig aus. Ganz schön glasig und so. Der Seher ist unverletzt. Ein wenig benommen, aber körperlich und geistig unversehrt. Jedoch sind unsere Sorgen damit nicht vorbei. Du darfst nicht vergessen, dass die Gebieter über den Wald der Einkehr wachen. Sie haben es den jetzigen Bewohnern erlaubt, hier zu leben und sich an den Schätzen des Waldes zu erfreuen. Das schließt den Grund und Boden des Kerkers ein. Da sie keine Verwendung mehr für den Kerker hatten, kamen die Kredanier hierher, um ihn den Gebietern in ritueller Form zurückzugeben, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Leider ist das Ritual fehlgeschlagen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Wenn man den Gebietern nicht den gebührenden Respekt zollt, und zwar in angemessenen Ritualen, werden sie womöglich zornig und schlecht auf die Kredanier zu sprechen sein. Das kann verhängnisvoll sein und in diesen unsicheren Zeiten. Ups, zu schnell geklickt. Aber bla bla irgendwas. In der Zwischenzeit solltest du dir einen Weg nach draußen bahnen und Alistan Bericht erstatten. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Papa Lymo und diese taktlose Frau neben mir ist... Ida. Ja, Ida. Papa Lymo und ich erforschen den Wald der Einkehr. Schön, dich kennenzulernen. Ida, würdest du mir mal bitte helfen? Moment, du hast etwas Vertrautes an dir. Könntest du womöglich... Ach, schon gut. Meine Augen spielen mir bestimmt einen Streich. Bis demnächst. Der kennt meinen anderen Charakter. Ich wusste es. Okay, also das hätten wir erledigt. Ich werde jetzt hier auch so schnell wie möglich raussprinten, damit uns die Viecher hier nicht angreifen. So, ach, komm hier hoch. Okay, dann haben die gar nicht erst die Möglichkeit, uns zu besiegen oder anzugreifen, großartig. Wir sollen, ach ja, Alistan sollen wir ja, genau. Geh weg. Ich muss was erledigen, geh. Geh ich in die hinterste Ecke hier. Okay. So, all dies hat sich im Geisterkerker zugetragen. Bei Nofika. Wer war dieser maskierte Magier und welche dunkle Ambitionen treiben ihn an? So viele Rätsel. Nun, ich werde die Antworten kaum alleine herausfinden. Ich muss diese Angelegenheit mit Galfried erörtern. Das wird wohl ein wenig dauern. Dein Mut hat heute viele Leben gerettet, Abenteurerin. Dafür gebührt dir unsere tiefste Dankbarkeit. Kehre nach Kredania zurück und suche Mion auf. Sie wird dir in unserem Namen für deine Bemühungen danken. Ja, ernsthaft können wir jetzt schon nach Kredania zurück. Das ist schön. Wir könnten aber auch in den Ostwald, wie gesagt, um uns die Story-Quest mal weiter anzutun. Nicht die Story-Quest, die Job-Quest. Es ist ja auch nicht so weit von hier. Ich glaube, ich gehe da mal gerade eben hin. Ich meine, mit Level 15 können wir ja dann noch erst die nächste annehmen. Oder war das schon... Nee, er hat doch, das ist Level 10. Das heißt, die nächste könnte man eh erst mit 15 annehmen.
Und das dauert noch so ein bisschen, bis wir da sind. Aber dann hätten wir das immerhin schon mal geschafft und können da so ein bisschen entspannter sein. Früher oder später müssen wir eh wieder hierher, um ein paar Quests zu machen und zu erledigen. Aber das, da haben wir Zeit noch. So. In den Ostwald. Okay, wir sind momentan beim Honighof. Hier direkt ist auch jetzt unser Jobquest. Wir sollen mit Wulfiue reden. Ah, Reparatur. Das machen wir auch mal. Okay. Hier haben wir auch Wulfiue. Du musst Sanin sein. Esumian hat mir dein Kommen angekündigt. Es wird mir eine Freude sein, dich alles über Böen und Winde zu lernen. Nun, wo fangen wir an? Vergib mir mein Zögern. Ich habe mir erst vor kurzem den Titel Druidin verdient und du bist meine erste Schülerin. Ach ja, ich denke, ich habe eine passende Aufgabe für dich. Östlich vom Honigblumensteg gibt es eine kleine Quelle. Begib dich dorthin und beseitige den Honigbienenschwarm, der sich dort versteckt. Du fragst dich vielleicht, was diese Angelegenheit mit deinen Studien der Luft zu tun hat. Keine Sorge, Zanin. Ich verspreche dir, dass diese Aufgabe dein Verständnis des Windes schärfen wird. Okay, also sollen wir jetzt hier nach Norden gehen und die Quelle beim Honigblumensteg untersuchen. Oh, das habe ich vergessen. Die sind böse. Genau, hier sollen wir hin. Das ist unser Zielort. Und wir müssen den Honigbienenschwarm besiegen. Ich kann ja mal Brotes nebenbei machen. Wäre ganz praktisch. So. Dann halten wir, wie gesagt, ein bisschen mehr aus. Gut. War's das? Okay. Wir sollen jetzt wieder mit Wulfiue reden. Die sich ja am Honig... Wie hieß das? Honighof? Ich mal gucken, wie hieß denn das? Blütengold. Imkerei Blütengold. Okay, so war das. Ja, wir sollen wieder mit ihr reden. Und... Ach nee, ich mache jetzt keine Fate mit. Willkommen zurück. Hast du dich um die Bienen gekümmert? Es ist in der Tat äußerst ungewöhnlich, dass sich diese Kreaturen überhaupt in der Nähe der Quelle aufhalten, wo die von den Bienen bevorzugten Blumen gar nicht blühen. Und was hat dieses seltsame Verhalten verursacht? Beruhige deinen Verstand und aktiviere deine Sinne. Kannst du es fühlen? Der Pfad des Windes weicht von seinem natürlichen Weg ab und reißt dabei unglückselige Kreaturen mit sich. Es liegt eine Störung der Elemente vor, die ihr Unwesen mit den Luftströmungen treibt. Kehre zur Quelle nahe des Honigblumenstegs zurück und suche nach einer verdorbenen Luft, nach dieser verdorbenen Luft. Setze dann deine animistische Magie ein, um die Störung zu beseitigen. So, also das sollte uns eigentlich nur sagen, hier schaut mal, da sind die Bienen, die greifen euch an, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürften oder beziehungsweise obwohl die gar nicht dort sein dürften. Und das alles ist der Grund, dass der Wind irgendwie gestört ist. Und genau das sollen wir jetzt untersuchen und natürlich auch wieder so ein Windexergon besiegen. Verdorbene Luft. Der Kampf der Prüfung des Windes beginnt. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 14 zugelassen. Bla bla bla, wir wissen's. Kann mich gar nicht erinnern, dass das so eins war. Unreines Windexergon. Ah, ich kann mich erinnern, das war ganz komisch hier. Da war ich mir so unsicher, was ich machen soll. Aber ich glaube, man muss wirklich die Ads, die hier kommen, immer wieder besiegen. Es ist besser, weil sonst hat man nachher so viele, dass einen das umbringt. So. Ich hätte gerne AOE-Attacke.
Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Ach, und die Schwester Wulfjui ist gekommen. Das ist schön. Die hilft uns jetzt auch so ein bisschen. Damit können wir dann... Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, heilt sie uns sogar. Aber sie greift auch dieses unreine Windexergon mit an. Das ist schön. Wir machen mal Wind drauf. Dann, während ich mich dann nicht angreife, kriegt das trotzdem Schaden von mir. Das ist auf jeden Fall praktisch. Ach du Gott, was ist denn das? Rauschlamm. Oh wei, oh wei. Ja, da sollten wir uns wirklich drum kümmern. So. Ah, schön. Sie heilt uns wirklich. Also das ist wirklich noch sehr einfach hier. Gut, das Windexagon haben wir besiegt und den Spieleinhalt beendet. Ah, das Wehklagen des Windes ist verstummt. Du hast ihn befreit und zurück auf seinen natürlichen Weg gebracht. Lass uns zum Honigblumensteg zurückkehren. Ja, das heißt, wir müssten ja unsere Storyquests hier auch bald erledigt haben. Diese Storyquests gehen sehr, sehr lang. Also nicht so, wie man es jetzt... Jobquests meine ich. Nicht so wie bei den Storyquests, wie wir es bisher erlebt haben, dass wir nur ein was erledigen mussten und dann ging das schon wieder weiter. Ist aber auch nicht immer so. Aber auf jeden Fall dauert das hier sehr lang. Ich muss mich entschuldigen, dass ich dich solcher Gefahr ausgesetzt habe. Aber gerade an solchen Prüfungen wachsen wir. Nun denn, Zanin, was hast du während deiner Auseinandersetzung mit der Luft gelernt? Der Wind greift dich nicht unmittelbar mit einer gewaltigen Kraft an, wie es die Erde tut. Stattdessen peinigt er seine Gestalt, deine Gestalt und fügt dieser unzählige winzige Wunden zu, während er um dich herumtanzt. Nach solch einer schmerzhaften Erfahrung solltest du dir nun mit der Fähigkeit des Windes zur schleichenden Zerstörung vertraut sein. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das vom Wind unberührt bleibt. Wenn du dich in fernen Ländern wiederfindest und einen Hauch auf deiner Haut spürst, dann erinnere dich an die Lektion, die du hier heute gelernt hast. Irgendwas stimmt mit diesen Strömungen, stimmt nicht mit diesen Strömungen der Elemente. Es freut mich zwar, dass sich uns so eine gute Gelegenheit für deine Ausbildung geboten hat, aber die zunehmende Häufigkeit der Störungen beunruhigt mich ein wenig. Natürlich hat die Katastrophe viele Schäden im Wald der Einkehr angerichtet. Jedoch vermute ich, dass hier ist eine andere Kraft am Werk. Bitte bleib wachsam, Zanin. Aber genug der ominösen Warnungen. Bedauerlicherweise trennen sich unsere Wege hier wieder. Kehre zur Grotte der versunkenen Gedanken zurück und informiere Esumian über deine neuen Fähigkeiten. Okay, das haben wir. Wir müssen ja jetzt nach Cridania zurück. Und wir müssen zu Mion und wir müssen zu Esumian. Das heißt, wir können das alles so ein bisschen verbinden. Zuerst mal gehen wir natürlich zu Mion, weil die jetzt hier direkt in der Nähe ist. Okay. Da haben wir es schon. Mion. Willkommen zurück, Zanin. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ein ganz schönes Abenteuer im Geisterkerker hattest. Nicht? Doch. Eine herrliche Geschichte, um sie in einer Schenke kundzutun. Doch leider muss ich dich bitten, sie für dich zu behalten. Vorerst zumindest. Solange die Druiden in der Sache nichts entschieden haben, wäre es besser, die Leute nicht mit Geschichten von laufenden Statuen zu beunruhigen. Nun denn, du sollst ein angemessenes Entgelt für deine wertvollen Dienste haben. Der erste Teil deiner Belohnung besteht darin, dass ich dir die Erlaubnis gebe, ein Gästezimmer hier in der Gilde zu nutzen. Ich habe schon alles arrangiert. Du musst nur mit Antonio sprechen, wenn dir der Sinn nach einem stabilen Bett und einem weichen Kissen steht. Tada! Gästezimmer ist nun verfügbar. Als zweiten Teil deiner Belohnung biete ich dir einen Weg zu Ruhm und Ehre. Weg zu Ruhm und Reichtümern an, nämlich Freibriefe.
Freibriefe sind Auszeichnungen zahlreicher Bitten, die wir aus der Bevölkerung erhalten. Sie umfassen allerlei Aufgaben, deren sich ambitionierte junge Abenteurerinnen wie du annehmen können. Gontran, stell die Freibriefe hier im Hexenstübchen aus. Ich habe ihm bereits von deinen Fähigkeiten berichtet und er freut sich darauf, dich kennenzulernen. Freibriefe nun verfügbar. Ach übrigens, hast du schon von dem bevorstehenden Fest gehört? Ein wahrhaft freudiges Ereignis, dem Jung und Alt gleichermaßen entgegenfiebern. Leider überschatten die jüngsten Ereignisse die diesjährigen Feierlichkeiten ein wenig. Wenn diese verdächtige Person doch nur geschnappt würde, dann könnten wir alle leichten Herzens feiern. Aber wir reden jetzt von dir, Zanin. Du hast mich mit Stolz erfüllt. Ich erwarte große Taten von dir, junge Dame. Und wir können uns wieder was aussuchen, und zwar für den Kopf ein neues Equip-Teil. Das werde ich auch mal machen. Und wir haben diesen Auftrag abgeschlossen. Du enthältst nun Inhaltsempfehlungen. Dir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlungen für ein noch größeres Abenteuervergnügen. So. Ja, dann ziehen wir uns jetzt erstmal neu an. So. Dann sind wir jetzt wieder ein Stückchen stärker geworden. Jetzt reden wir mal mit Mion. Oh, da kriegen wir neue Hosen, das ist schön. Mion ist der Meinung, dass du dich als Abenteurerin gut entwickelt hast. Um weitere Erfahrung zu sammeln, will sie dich zum Gutswieselgrund schicken. Na, du hast ja schon einiges erlebt. Gefällst du dir in deiner Rolle als Wohltäterin Kridanias? Dann habe ich einen Vorschlag für dich, wie du dich weiter einbringen kannst. Im Südwesten des tiefen Waldes liegt Gutswieselgrund. Die Leute dort arbeiten hart und können deine Hilfe gebrauchen. Außerdem ist das Gut ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einem Ätheriten. Dort wirst du neue, wichtige Erfahrungen sammeln können. Gutswieselgrund liegt südwestlich der Plaudachsfurte. Hinter der Brücke wirst du schon den Ätheriten sehen. Du kannst doch ganz einfach einen Linienschokobo nehmen, der bringt dich schnell und sicher nach Zwieselgrund. Bei Singur kannst du einen Ritt auf einem Linienschokobo buchen. Glaub mir, komfortabler kann man nicht reisen. Wenn du angekommen bist, stell dich bei Kaiser vor, sie verwaltet das Gut. Okay. Wir können das auch anders machen, und zwar Gutswieselgrund können wir uns einfach auch teleportieren. Das will ich aber gleich erst machen, weil wir müssen ja erst... ich will mal gucken, wir können ja auch zur Unterkunft. Wir sind jetzt hier in Neukredania. Okay. Wir werden jetzt erstmal zur Druidengilde gehen. Netheritennetz. Gilde der Druiden. Und dort unseren Story-Quest mal weiter abschließen. Leider sind wir noch nicht Level 15. Das kommt dann aber noch. Und sobald es soweit ist, können wir ja wieder die Story-Quest weitermachen. So. Esumian, da wartet er auch schon. Na? Willkommen zurück, Zanin. Die Gebieter haben mich darüber informiert, dass du gelernt hast, die Stimme des Windes zu vernehmen. Das freut mich. Nun, da du dich mit zwei Elementen vertraut gemacht hast, ist deine Ausbildung auf einem guten Weg. Aber das wahre Verständnis dieser Energien wird sich dir erst im Laufe der Zeit offenbaren. Hab Geduld. Du hast dich der Natur genähert und genauso wird sich die Natur auch dir nähern. Sie haben dir etwas über den Wind beigebracht? Warum sollte man sich darum scheren? Du kannst auch ohne diese langweiligen Lektionen heilen. Das Druidentum ist untrennbar mit der Natur verbunden, Sylvie. Diese langweiligen Lektionen solltest auch du inzwischen gelernt haben. Die. Aber da du nun hier bist, nehme ich an, du hast deinen Lehrmeister einmal mehr im Stich gelassen. Du musst das verstehen, wenn du weiterhin ohne angemessenes Wissen Heilzauber... Ich weiß bereits genug. Meine Mutter hat sich auch niemals mit der Natur beschäftigen müssen, um zu heilen. Und die Leute, denen sie geholfen hat, waren überaus dankbar dafür. Ich werde das Druidentum auf gleiche Art wie sie erlernen und eine ebenso großartige Druidin werden. Du wirst schon sehen. Aber ich bin nicht hier, um mich zu streiten, Esumian.
Ich wollte dir nur sagen, dass ich herausgefunden habe, wie man Wiederbeleben bewirkt. Wie? Was hast du nun angestellt, Mädchen? Du weißt ja gar nicht, welche gefährlichen Kräfte du zu kontrollieren versuchst. Solltest du versuchen, diesen Zauber zu wirken, bleibt mir keine andere Wahl, als dir den Titel Druidin zu entziehen. Warum bist du denn so böse? Es ist doch nicht so, als würde ich versuchen, jemandem Schaden zuzufügen. Oh, meine liebe Sylphie, darum geht es doch gerade. Verzeihung, Zanin. Ich hoffe, diese ständigen Unterbrechungen entmutigen dich nicht. Sylphies Mutter war, wie du vielleicht gehört hast, auch eine Druidin. Sie beherrschte keine Sprüche außer ihren Heilzaubern. Verständlicherweise versucht Sylphie, ihr nachzueifern. Es ist eine seltene und rätselhafte Gabe, ohne die Energien der Natur heilen zu können. Aber diese Macht entspringt nicht dem wahren Druidentum. Unserem aktuellen Wissensstand nach sollte es unmöglich für Sylphie sein, den Zauber wiederbeleben zu wirken. Mir schaudert es bei dem Gedanken, was passieren könnte, sollte sie es versuchen. Ich fürchte mein Misserfolg dabei, sie auf den rechten Weg zu führen, spricht nicht gerade für meine Fähigkeiten als Lehrmeister. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin die höchsten Erwartungen an deine Ausbildung zur Druidin. Du verfügst bereits über große Macht und wirst diese sicherlich weiter ausbauen. Aber denke immer daran, dass wir diese Kräfte nur geliehen und nicht vereinnahmt haben. Bevor du aufbrichst, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Du hast bereits 3 Aufträge zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Ich möchte deine Bemühungen offiziell anerkennen, indem ich dir gestatte, anderen Gilden beizutreten. Credania ist die Heimat der Gilde der Pegeniere, Waldläufer, Gerber, Zimmerer und Gärtner. Solltest du dich für eine dieser Disziplinen erwärmen können, so steht es dir frei, dort eine Mitgliedschaft zu ersuchen. Aber behalte eines im Hinterkopf. Auch wenn es die Neugier einen dazu treibt, neue Wege zu beschreiten, so gelangt man doch erst durch Fokussierung zu wahrer Erleuchtung. Selbstverständlich würde es mich freuen, wenn du auch weiterhin in erster Linie deine Kenntnisse des Druidentums vertiefen würdest. Egal welchen Ruhm du auch einschlägst, ich bin zuversichtlich, dass deine Taten dir Ruhm und Ehre einbringen werden. Geh nun, Zanin, und bestimme dein Schicksal. Möge die Erde dich tragen und der Wind dich leiten. Du hast die Möglichkeit zum Klassenwechsel freigespielt. Du kannst ab jetzt anderen Gilden beitreten und zusätzliche Charakterklassen erlernen. Abenteurer können in Eosea mehrere Charakterklassen erlernen. Es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Klasse zu konzentrieren und diese zu meistern. Dafür suche ich mir jetzt mal was Nettes aus. Und zwar wäre das... Nehmen wir am besten mal die Schuhe, würde ich sagen. Obwohl, die Handschuhe haben wir auch schon ewig. Aber es ist beides so. Kopf habe ich schon. Die Dalmatika vielleicht. Ich nehme, glaube ich, mal die Schuhe. Ausrüstungssets. Ja, das wissen wir nicht, aber ich weiß es schon. Ausrüstungssets nun verfügbar. Wie können wir hier an dem roten Symbol sehen, noch keine weitere Jobquest annehmen. Ich werde jetzt aber erstmal meinen neuen Schuhe ausrichten. So. Ja, sehen schön schrecklich aus, aber egal. Gut, ich werde jetzt erstmal zum Postmogel gehen. Mir die Sachen mal abholen, die mir mein Freund geschickt hatte. Und vielleicht sind da schon ein paar Sachen dabei, die wir jetzt schon anziehen können. Mal gucken. Ich hänge. Moment. So. Postmogel, der war, glaube ich, hier irgendwo, aber irgendwie zeigt es mir das gerade nicht an. Na, ich gucke mal. So. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass der dort war. Ich glaube, ich sehe ihn sogar schon. Oder? Da ist er doch. Okay. Mokri Postbote. Sieh mal, 2 neue Briefe sind angekommen. Extra für dich. Kupo.
Okay, wir haben eine neue Robe. Oh, die können wir echt jetzt schon anziehen. Die Armbänder gehen noch nicht. Das geht auch noch nicht. Das geht schon. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Schön, schön. So, mal gucken. Das können wir anziehen. Den können wir anziehen. Das können wir anziehen. Das können wir anziehen. Das kann ich leider noch nicht anziehen. Das kann ich leider noch nicht anziehen. Oh, ich hätte mir vielleicht ein Schild noch machen können. Egal. Das kann ich noch nicht anziehen. Ohrringe habe ich wohl vergessen zu machen. Messingarmband kann ich noch nicht anziehen. Und die Ringe habe ich auch noch nicht. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Auf jeden Fall. Ach nee, Moment, das könnte auch sein, dass ich. Nee, ist schon passend so. Dann muss ich mir demnächst mal wieder ein paar Sachen. Ach so, jetzt weiß ich wieso. Ich habe mir die, glaube ich, nicht gemacht, weil es für die Levels noch nicht gibt. Also ich kann mir leider, also das jetzt nicht, aber ich konnte mir keine Ohrringe machen, weil die, glaube ich, erst ab Level, was weiß ich, anfangen. Und ja. Ja, bei den anderen Sachen ist es halt genauso. Genau, das ist eigentlich ganz passend. Wie ihr hier unten in der Ecke übrigens sehen könnt, also bei dem Item in diesem Fenster, ganz links unten unter dem Preis steht auch mein Name. Das ist auch so das Zeichen dafür, dass mein Main-Charakter das gecraftet hat. Nur so zur Info, dass man das auch sehen kann. Und wir sehen jetzt wirklich ganz anders aus, also wie eine richtige Druidin. Zwar nicht so schön von der Farbe her, aber immerhin. So, ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann werden wir, wie gesagt, die Story noch ein bisschen weiter vorantreiben und hoffentlich bald auch mal so die Ini ansteuern. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.